Ja, heute sind wir in der Ladesäule Fränkische Schweiz-Ost. Tank und Rast ist das wieder an der A9 gelegen. Das ist wieder eine typische Tank und Rast, wie wir sie kennen, mit dem Triple Charger. 43 kW für Typ 2, 50 kW für die Gleichstromlader. Und wie ihr seht, leider immer gerne auch von Verbrennern zugeparkt, weil die Autobahnmeistereien hier noch keine Schilder aufgestellt haben und auch keine Abmarkierung gemacht haben. Und das schon, obwohl es seit über einem Jahr steht. Naja, so ist das, ne? Und ich hoffe mal, dass da irgendwann mal Abmarkierung herkommt, denn das ist schon teilweise nervig. Ich musste jetzt hier den Bus im Hintergrund bitten, dass der umparkt. Das haben sie Gott sei Dank freundlicherweise gemacht. Denn sonst hätte ich jetzt hier nicht laden können, weil das Kabel ja natürlich in der Säule verbaut ist und da eben nicht so weit reichen würde. Ja, Fränkische Schweiz, Pegnitz, bis. Am Marktplatz, das ist gleich beim Rathaus. Da vorne, wenn man schaut, ist der Marktplatz. Und hier ist eine Ladestation, die momentan leider zum einen nicht benutzt werden kann, weil die Parkplätze noch nicht fertig sind. Und zum anderen ist es halt wieder so ein Teil, wo man halt vorher zur Gemeinde muss und dann eine Ladekarte sich holt. Und naja, es ist halt ein bisschen ein Kasperler. Aber so ist es halt einfach. Ne? Jo, das war's. Heute hier in Wertheim, am Wertheim Village. Leider gibt es da keine Ladestation. Ich verstehe es nicht warum, aber wir haben allerdings eine Alternative gefunden und das ist hier dieser lustige Kasten da. Da gibt es nämlich einen Campingstellplatz oder für Campingfahrzeuge einen Stellplatz und da kann man mit CEE Blau einphasig 3,7 kW ziehen. Ja, kostet für 3 Stunden 1 Euro und das finde ich ist ganz okay. Waren jetzt zwar nicht ganz 3 Stunden hier, aber wenn man das hochrechnen würde, dann wären wir da auf einen Kilowattstundenpreis von gerade mal, was ist nicht, also es wären dann 9 Kilowattstunden, da sind wir dann so um die, oder vielleicht 10 Kilowattstunden, wenn man jetzt immer Glück hat, dann sind wir dann wirklich bei 10 Cent pro Kilowattstunde und das finde ich ist auf alle Fälle ein fairer Preis, da kann man nicht meckern. Ja. Schade, dass das Wertheim Village da keine Ladestation hat, aber man kann sich ja aushelfen. Bye.
Ja, heute Rasthof Haid Süd. Den Nordteil hatte ich ja schon mal abgedreht, wie ich nach Münster gefahren bin dieses Jahr. Und jetzt kommt mal die Süden dran. Der ist nämlich auch ziemlich neu, sieht man auch am Boden. Der ist also frisch gepflastert. Und die funktioniert auch wunderbar im Gegensatz zu Würzburg Süd, wo ich vorhin leider keinen Erfolg hatte. Die ist auch erst ein paar Wochen alt, aber der AC-Teil hat irgendwie eine Macke. Also das Typ 2 ist durchgestrichen. Naja, jetzt geht hier das Licht aus. Ah, oh, nicht schlecht. Jo, Tank und Rast, Haid Süd. Ja, das nenne ich mal eine Aussicht an einer Ladesäule. Ja, bin heute auf dem Rasthof Würzburg Nord und da gibt es ganz neu eine Ladesäule und hier hat man einen wunderschönen Blick über das Tal des Mains und auch nach Würzburg und da steht unsere typische Tank- und Rast-Ladesäule, wie wir sie auch kennen. Ist leider noch nicht ausgeschildert, aber ja, ist seit ein paar Wochen aktiv und tut ihren Dienst. Ja. Da kann man also wirklich schön verweilen hier. Ja, heute in Vaterstetten Ost, da steht eine Ladesäule. Wir sind da gerade auf dem Rückfahrt vom Zoe-Treffen und dementsprechend gibt es auch einen Ladestau. Ich habe jetzt auch mal 10 Minuten warten müssen und muss jetzt hier allerdings Gott sei Dank nicht zu viel laden. Ja, definitiv zu wenig Schnelllader hier oder zu wenig Ladesäulen. Die eine ist auf alle Fälle zu wenig und wenn man jetzt schaut, da hinten ist also dann, ja, weiß nicht, ob man das sieht, ist also der Rasthof selber, typischer Tank und Rast. Ja, genau, bei rührender Hitze laden wir hier dann das Auto. Das war Vaterstetten Ost.